Also es muss eigentlich noch sehr viel getan werden. Ich meine, auch vor allem für Transmenschen, auch dass eben Antidiskriminierungsgesetze geschaffen werden, die halt nicht nur im Fall von hier im Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, wie zum Beispiel das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, greifen, sondern immer und überall. Und also zum Beispiel auch in der Schule, und dass man als Transperson auch geschützt ist, bevor man seine amtliche Namens- und Personenstandsänderung durch hat, was leider noch nicht der Fall ist. Auf jeden Fall sollte es sichtbarer werden, und ich glaube, das Hauptproblem liegt in den gesellschaftlichen Konventionen, nicht unbedingt in... Klar, politisch muss auch einiges gemacht werden, beispielsweise die Konversionstherapien da, LeoV und so weiter, dass das mal verboten werden würde, weil das tut niemandem gut. Aber halt auch gesellschaftlich sollte es einfach mehr akzeptiert werden. Ich meine, wir tun niemandem was, warum tut man uns was? Das ist halt die Frage. Ja, auf jeden Fall erstmal die Akzeptanz. Weil ich bin ja transsexuell und viele Menschen gucken mich ziemlich komisch an und machen auch komische Kommentare, wenn sie mich sehen. Ich würde da sagen, auf jeden Fall die zwischenmenschliche Akzeptanz. Also für queere Menschen kann eigentlich nie genug getan werden, generell auch für Jugendliche im Allgemeinen, weil es einfach viel zu wenig Angebote für Jugendliche gibt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Politik in den letzten Jahren verstärkt auf ältere Menschen setzt, was wahrscheinlich auch Schuld des demografischen Wandels in Deutschland ist. Und was getan werden muss aktiv, es müssen sich mehr Leute engagieren, auch von den Jugendlichen. Es muss einfach mehr Leute geben, die sagen, hey, ich nehme das in die Hand, ich mache meine Jugendgruppe. Oder eben, ich möchte mich engagieren, ich möchte Leuten helfen, ich möchte auf Demonstrationen gehen. Sowas fehlt noch in Deutschland. Naja, ich würde einfach sagen, dass in der Politik einfach wir eine größere Stellung bekommen müssen. Und ganz einfach das Thema Schwule, Lesben, Hetero, Homosexuelle ganz einfach mal vom Tisch kommen muss, sondern einfach alle als Menschen akzeptiert werden. Was das für queere Menschen jetzt noch getan werden müsste, wäre halt einfach allgemeine Aufklärung, weil noch allgemein Deutschland etwas konservativ angehaucht ist, aber es bessert sich. Man merkt es schon, die Generationen werden besser, die ältere Generation wird mehr aufgeklärt darüber, und ich finde, es nimmt auf jeden Fall schon mal einen guten Lauf. Also so habe ich die Sicht. Wie gesagt, ich habe da noch nie negative Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Menschen oder sowas. Es nimmt auf jeden Fall eine gute Sicht mit Deutschland in sich. Es werden immer mehr Leute, es werden immer mehr Menschen, die dazu eine gute Meinung sich bilden können, aufgrund dieser Aufklärung, die immer und immer wieder stattfindet. Ne? Deswegen finde ich auch hier, dass hier solche Feierlichkeiten auch stattfinden, vor allem in Halle, ja, dass sowas zur Aufklärung beiträgt.